Welcome, Andreas. How are you? Wie geht's dir? Welcome, Emerson. Danke, mir geht es sehr gut. Thanks, I'm all right. Thank you for doing this interview. I'm just going to ask some questions. The first one is, can you tell me a brief history of the character of Andreas? Kannst du mir eine kurze Geschichte erzählen von der Person Andreas? Ja, ich war seit jungen Jahren sehr in meinem Verstand zu Hause, hatte viele Sorgen und viele Ängste seit jungen Jahren. Already at a very early age, he was very much in his mind. And was it, you know? Ängste, Sorgen. And he was very much in trouble. And yeah. Ja. Dann habe ich verschiedene Therapien gemacht, verschiedene Kurse, Therapien und bin zu dem Schluss gekommen, dass mir auf weltlicher Ebene niemand helfen kann. Yeah, he made all kinds of therapy and stuff like that, and then he realized that nothing in the worldly on the worldly plane can help him. So habe ich mich der Spiritualität zugewandt, weil ich einfach keinen Ausweg mehr in Raum und Zeit gefunden habe. And so I was drawn to spirituality because there was no other way out than this. Ja, dieser scheinbare Weg der Erleuchtung, Erwachen, dieser Prozess hat bei mir ein paar Jahre gedauert und irgendwann einmal ist dann dieser Shift passiert und sozusagen hatte ich diese Erkenntnis, worüber die großen Mystiker seit Jahren, seit Jahrhunderten gesprochen haben. This seeming spiritual path lasted sometimes and then came the realization that all the mystics are talking about. Ja, und jetzt sitze ich hier und werde von Emerson interviewt. Now I'm here and I'm interviewed by Emerson. Great. I was first attracted to looking you up because your name is Andreas Nothing, and this is Nothing Media, so it's Nothing interviewing Nothing. Ja, er wurde angezogen eben von deinem Nachnamen, weil das ist so wie Nothing Media, also das ist gemeinsame Wort. Ja, Nothing ist nicht mein richtiger Nachname, das ist eher nur ein Künstlername. Nothing is not his really second name, it's more like an artist's name. Andreas, this is a popular question that I ask. What is nothing? Was ist nichts? Es ist nicht zu wissen. It's indetectable. Du kannst viele Wörter dafür verwenden. Du kannst sagen, göttliches Sein, Bewusstsein, Essenz, Energie. Aber es ist nicht zu wissen, was das ist. You can use a lot of words for it, divine being and stuff like that, but in reality it's undetectable, unknowable. So how do you describe this undetectable, indescribable? Can you describe the indescribable? Trotzdem versuchen, das Unbeschreibliche zu beschreiben. Das Unbeschreibliche ist ohne Charakteristik. Es unterliegt keinem Vergleich. The undetectable has no. Can you repeat? Kannst du wiederholen, bitte? No? Wiederholen den Satz. Das Unbeschreibliche unterliegt keinem Vergleich. Es ist mit Worten in Raum und Zeitebene nicht zu beschreiben, nicht zu benennen. The undetectable is no. There's no possibility to describe it. Es unterliegt keinem Vergleich. Ja, yeah. You cannot compare it to anything. Weil es eben nichts anderes gibt als dieses Unbeschreibbare. Because none other exists than this undetectable. Man braucht immer etwas Zweites, um etwas miteinander vergleichen zu können. You always need a second, something second, to be able to compare. This. Und es gibt eben nichts Zweites. There is no other, no second. Beautifully said. So how did this apparent
undetectable happening apparently happen and did not happen to you? Wie ist das bei dir passiert, dieses offensichtliche, unbeschreibliche, wie das bei dir passiert ist? Es war der Weg der puren Hingabe. Der puren Hingabe an das, was jetzt da ist. Vollkommene Akzeptanz mit dem Hier und Jetzt. It was the seeming path of total surrender, the way of bhakti, you could say, to that what is now, right here and now. Dann in der puren, hundertprozentigen Akzeptanz, dass das Hier und Jetzt nicht anders sein kann, als es sich jetzt präsentiert, ist dieser Shift passiert. In the pure, total acceptance of that this moment cannot be as it is right now, in this shift happened. Thank you. So who is accepting or surrendering to this shift? Wer akzeptiert diesen Shift und wer gibt sich diesem Shift hin? Aus der höchsten Wahrheit gesprochen, natürlich niemand. From the highest truth, from the perspective of highest truth, of course nobody. Es ist einfach das, was passiert. It's simply that what happens. Von niemanden für niemanden. From nobody to nobody. Beautifully said, thank you. Number one question in non-duality, you know, when interviews is there such a thing as free will? Sag's ihm, dass er hängt. We can't hear you right now. Oh, sorry. Number one question in non-duality is there such a thing such as free will? Jetzt ist er wieder da. Ah, we couldn't hear you. I'll repeat. Sorry, I think the internet might be. Yes. Is there such a thing as free will? Gibt es einen freien Willen? In Raum und Zeit gibt es niemanden, der einen freien Willen haben könnte oder nicht haben könnte. In space and time there is nobody who could have a free will. Und das, was wir primär sind, das Absolute. What we are primarily, the absolute, ist nicht zu wissen. Is undetectable, unknowable. Thank you. Is meditation necessary for this apparent undetectable shift? Ist die Meditation notwendig für diesen offensichtlichen Shift? Es kann natürlich der Eindruck entstehen, dass es förderlich sein kann. You can have the impression that this could be good. So ist das göttliche Spiel ausgelegt. But this is just the way the divine plays itself out. Aber es ist nicht immer notwendig. Ich kenne mehrere Geschichten, wo es einfach von einer Sekunde auf die nächste Sekunde passiert ist, ohne zu meditieren. But this is not in every case it's necessary, because I know some stories where this shift happened from one second to the other. Es ist ein großes Mysterium. It's a huge mystery. Thank you. Yeah, I have a friend that I was just talking to him, and we were just watching videos. He doesn't have any meditation or spiritual practice, and all of a sudden, yeah. The apparent shift happened. Er hat einen Freund, der hat einfach nur ein paar Videos angeschaut und dann ist es einfach passiert. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn man meditiert, aber es ist nicht immer notwendig. The chance seems to get bigger if you meditate, but it is not a guarantee for that to happen. Thank you. I like meditation, though. It's really relaxing. It's quite nice. Ja. Er mag es, weil es entspannend ist. Ja, ich auch. In Wirklichkeit ist unsere wahre Natur Meditation. In reality, for Andreas, our true nature is meditation. Das, was ich wirklich bin, meditiert unendlich
auf das, was wahrgenommen wird. That what I really am meditates infinitely 24/7 all the time on that what is perceived now. Das ist wahre Meditation. That's true meditation. Beautiful, thank you. Yeah, I used to meditate and set a time and dress in white, you know, put an incense, but now everything seems like a meditation. Er hat es auch gemacht, er hat meditiert, sich weiß angezogen und Räucherstäbchen. Und jetzt sieht er auch, dass alles Meditation ist. Ja, 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 beautiful, yes. Yeah. Yeah. So, Andreas, you have regular satsangs is it online? Can you tell us about it? Ja, hast du regelmäßige Satsangs und erzähl uns ein bisschen was darüber? Ja, ich habe 1 bis 2 Mal wöchentlich meine Talks, meine Satsangs. Und zusätzlich gebe ich seit neuestem auch Online-Retreats. I give satsangs once or at the moment about twice a week. And at the moment mainly online. Und Retreats. And retreats. Wonderful. Can you tell us a story were you a desperate seeker before? You mentioned a little briefly about that, but how desperate were you when you were seeking? Ja, kannst du uns ein bisschen näher die Geschichte erzählen von dem Abschnitt deiner verzweifelten Suche? Ja, wie schon anfangs gesagt, hatte ich viele Sorgen, viele Ängste und niemand konnte mir helfen. As I said earlier, I had many worries and pains and nobody could help me. Dann habe ich gesagt, es gibt nur einen Weg. Vielleicht kann mir dir der Weg der Spiritualität helfen. Then I said to myself, so there is obviously just one way. Maybe the path of spirituality can help me. Dann habe ich mich durch den gesamten Spiritualität-Dschungel durchgearbeitet, durchgehandelt. Then I worked myself through the whole plane of spirituality. Durch die gesamten Angebote, was es gibt, die gesamte Palette. All the offers I can find about this subject. Bis ich zu der Erkenntnis gekommen bin, es geht immer nur um eine Lösung zu finden. And then I realized it's all the time it's just about to find the one and only solution. Nur diese Erkenntnis gibt mir das, was ich suche. Wer beziehungsweise was bin ich? The only thing that gives me what I want is the question, who or what am I? Und dann habe ich mich intensiv der Lehre des Advaitas zugewandt, weil ich gewusst hatte, dort liegt die Wahrheit. Then I intensely focused to the teaching of Advaita, because I intuitively saw that the truth is hidden in this. Ja, und dann kam die Erkenntnis, dass das, wonach gesucht wurde, immer schon da war. Then I realized that what I had been looking for has always been there already. Isn't that wonderful that it's already here? Ja, es ist das Wundervollste, was es gibt. It's most wonderful that exists. Thank you. In your path of spiritual seeking, did you listen to any teachers like Ramana, Nisargadatta, or anybody at all? Hast du auf diesem Weg des Suchens dir Leute angehört wie Ramana oder Nisargadatta? Ich habe mir alles angehört, von jedem, die gesamte Palette habe ich durchgearbeitet. I have worked through the whole area of, I have listened to practically anybody that was available to me. So you did the non-duality buffet as well. Also du hast das Non-Dualitätsbuffet auch durch. Alles. Everything. Everything. Yes.
Me too. I know. I think a lot of people go through that. You know, you read 20 books, you watch 1,000 videos. Yeah, es gibt, ich glaube, das ist bei den meisten so. Du liest 20 Bücher, schaust Videos, viele Videos an. Es gab keine freie Minute, wo ich mich diesem Thema nicht gewidmet hätte. There was not a single free minute that I didn't focus on this subject. What would you say to someone that's listening to this right now, that is maybe going through some difficulties, some maybe going to therapy, and then seeking reading a whole bunch of books and watching a whole bunch of videos? Was würdest du jemandem sagen, der jetzt in dieser Phase ist, der jetzt dieses Interview sieht und gerade in dieser Phase ist, wo er viel Bücher liest und Videos schaust, was würdest du ihm sozusagen für einen Ratschlag geben? Jeder Weg ist perfekt, egal wie der Weg ausschaut. Every path is absolutely perfect, totally the same the way this path is looking. Aber wenn Offenheit für meine Worte da sind, but when there is openness for my words, dann kann ich dir den kürzesten, radikalsten und effizientesten Weg zeigen in den absoluten Frieden. I can show you the shortest and most radical path to absolute freedom. Beautiful. What is absolute freedom? Was verstehst du unter absoluter Freiheit? Wenn der Geist vollkommen still steht. When the mind totally calms down. Dann passiert etwas. Something happens. Das Ego löst sich auf. The ego dissolves. Die Person löst sich auf. Person dissolves. Das Gefühl von Trennung löst sich auf. The feeling of separation dissolves. Und dann ist die wahre Liebe da, dann ist der wahre Frieden da. And then true love, true peace occurs, appears. Oh, that's beautiful. So is ultimate freedom like a perfect lover? Ist die ultimative Freiheit so wie der perfekte Liebhaber? Ja. Weil dieser perfekte Liebhaber keinem Vergleich unterliegt. Yes, because this perfect lover is incomparable. Beautiful. Andreas, who am I and who are you? Andreas, wer bin ich und wer bist du? Wir sind dasselbe. We are the same. Wir können jetzt sagen, Bewusstsein. Energie, Essenz. We can say consciousness, energy, essence. Das sind aber nur Worte. It's just words. Und die höchste Wahrheit ist, es ist nicht zu wissen. And the highest truth is, it's undetectable. You cannot know it. Thank you. Are consciousness and awareness just words? Or what are they? Sind Bewusstsein und Erkenntnis nur Wörter? Das Benennen sind nur Wörter, aber das, was Bewusstsein oder Gewahrsein wirklich ist, ist nicht zu wissen. Yes, they're just words. But that what is consciousness and awareness is indetectable. Es ist einfach. It just is. I love that word when you see indetectable. That's it's a great hint at what is. What is love? Was ist Liebe? Das, was du bist. Love is what you are. Unser wahres Selbst. Our true self. Das, was keiner Zeit unterliegt. That what underlies no time. Das, was keinem Raum unterliegt. What underlies no space. Das, was keinen Anfang und kein Ende kennt. That has no beginning and no end. Das, was immer konstant vorhanden ist. Das ist wahre Liebe. That what is frequently here all the time.
Thank you. Beautifully said. Thank you. What is time? Everybody was wondering, what is time? What time is it? Jeder wundert sich immer, was Zeit überhaupt ist. Zeit ist ein Konzept. It's a concept. Ist ein Gedanke. It's a thought. Ist eine Idee. An idea. Lass den Gedanken weg und es gibt keine Zeit. If you leave out thoughts, there's no time. Nur weil sich der Uhrzeiger bewegt, heißt es noch lange nicht, dass es Zeit gibt. The clock moves, but this doesn't mean that there is a time that exists. Es ist, alles was du wahrnimmst, ist Traum. Everything you perceive is a dream. Wie im nächtlichen Traum. Es gibt die Erfahrung von Zeit, aber es gibt keine Zeit. Like when you dream at night, there's the experience of time, which doesn't mean that time really exists. What is a dream? Was ist der Traum? Illusion. 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 Traum ist Erscheinung. Dream is an appearance. Es gibt keine Materie. There's no matter. Der Traum ist nur so lange da, solange du träumst. The dream only exists as long as you dream. Das heißt, Raum und Zeit wird geträumt. Which means that space and time are dreamt. Who is dreaming? Wer träumt? Das, was du bist, das, was ich bin, das Unbekannte. That what you really are, dreams. The unknown. Es ist nicht zu wissen, weil jedes Wissen, jede Erforschung innerhalb des Traums vorkommt. The reason why it's undetectable is because every kind of seeking happens within the dream already. Aber man kann wissen, dass du nicht zu erkennen, nicht zu finden bist. But the thing you can know is that you are yourself are indetectable. Und das hat als Nebeneffekt diesen unbeschreiblichen Innenfrieden. And that, so to speak, has as a side effect. Nebeneffekt, den inneren Frieden. Yeah. The side effect of this is this great inner peace. What is inner peace? Das ist innerer Friede. Es ist keine Erfahrung. It's not an experience. Es ist kein Zustand. It's no state of consciousness. Es ist auch kein Gefühl. It's not a feeling. Es ist wieder nur ein Versuch, etwas zu erklären, was nicht erklärbar ist. Again, it's trying to explain something that is inexplainable. I know this is so funny when we talk about something that cannot be explained. It's fun though, right? It's really fun. Yes. It's ein Katz und Maus Spiel. It's like a cat and mouse game. Yeah. What is your favorite book and what's your favorite movie? Was ist dein Lieblingsbuch und dein Lieblingsfilm? Meinst du jetzt generell oder Richtung Erkenntnis, Richtung Selbsterkenntnis? You mean in general or in terms of non-duality? Maybe non-duality in general. Let's answer both. Also, both. Okay. Also ich liebe Nisargadatta und Chido Krishnamurti. I love Nisargadatta and Chido Krishnamurti. Und ich kann jetzt gar keinen Buchtitel nennen, weil ich die Titel nicht mehr wirklich weiß. Ich habe alles gelesen, aber ich weiß keinen einzigen Buchtitel mehr. I read everything, but I don't remember a single book title. Do you have any movies that you like? Und wie schaut es mit den Filmen aus? Be a non-duality movie. Is there such a thing? Oder auch Non-Dualitätsfilme. Or everything is a non-duality movie. Yes, yes. Mein Lieblingsfilm ist Heat mit Robert De Niro und Al Pacino. Heat. The film Heat with Robert De Niro, Al Pacino. And I love that movie.
Yeah. That's a really, really great movie. Yes. That's a really great movie. So can you, I forgot my question. Mach nix. Oh, Matrix is good too. Kennst du Matrix? Ja, kenne ich. Aber ja, hat mich so jetzt nicht so angesprochen. Yes, he knows the film, but it didn't really touch him that much. Engartig, oder? That's right. What is Kundalini Awakening and what is Kundalini Awakening that everybody talks about? Was ist für dich Kundalini Erwachen? Eine Sensation, eine Erscheinung. It's a sensation, an appearance. Eine Wahrnehmung. A perception. Ein weiterer Weg, wie sich Erleuchtung spielen kann. Another possibility how enlightenment plays itself out. Es gibt keine Notwendigkeit, dass du diese Kundalini-Erfahrung erfahren musst. There's no necessity at all to experience this Kundalini. Es ist ein weiteres Spiel, im göttlichen Spiel. Another game within the game. So does awakening happen in the dream? Passiert das Erwachen im Traum? Es passiert im Traum und bringt dich außerhalb des Traums. Yes, it happens within the dream, but at the same time, it brings you out of the dream. Awesome. What is karma? What is dharma? Was ist für dich Karma und Dharma? Ein Konzept. It's a concept, again. Lass den Gedanken weg, und wo gibt's Karma und wo gibt's Dharma? When your mind, your thoughts calm down, where is Karma or Dharma? Brilliant, thank you. What is the purpose of life? Was ist der Sinn des Lebens? Das Leben selbst. Life itself. What is the meaning of life? Was ist die Bedeutung des Lebens? Zu sein. To just be. Das Leben ist. The life is. Und wir selbst sind dieses unendliche Leben. We ourselves are this life. Wir haben kein Leben, wir sind das Leben. We don't have a life, we are life itself. Wir haben kein Bewusstsein, wir sind Bewusstsein. We don't have consciousness, we are consciousness. So is life life in itself? Also das Leben lebt sich selbst? Ja. Yes. Es gibt nichts anderes als das Leben selbst. There is nothing else than life itself. Beautiful. So what is happening then, Andreas? Was passiert dann überhaupt, Andreas? Aus höchster Sicht gesehen passiert gar nichts. From the highest perspective, nothing ever happens. Wenn Gedanken ins Spiel kommen, passiert allerhand. When thoughts arise, many things can happen. Thank you. What is this relaxation that happens, that apparently happens? What you said that the thoughts dissolve, the ego dissolves. Does the character dissolve? Löst sich wie ist es mit dieser Entspannung? Löst sich die Person dann auf in dieser Entspannung? Ja, das Ego und die Person löst sich in dem Hier und Jetzt auf. The ego, the person dissolves in the Here and Now. Du siehst, dass es nur das Hier und Jetzt gibt, worin dieser Körper erscheint. You clearly see that there is the only thing that exists is the Here and Now. And within the here and now, this body seems to exist. Du siehst, es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Körper und dem Handy. For example, you can see that there's no separation between, for example, the body and this cell phone. Das ist Energie oder Bewusstsein. Das ist Bewusstsein und das ist Bewusstsein. Alles nur the Bewusstsein. The chest is consciousness. The cell phone is consciousness. Everything just consciousness. Thank you. So consciousness is being conscious of itself? Das heißt, Bewusstsein ist sich seiner selbst bewusst? Ja. Yes. Yes. Ja. Also, hier muss ich
sagen, das, was wahrgenommen wird, ist nicht getrennt von dem, der das wahrnimmt. So here I have to say, that what is perceived is not separate from the perceiver. Aber das, was wahrnimmt, ist das Unbekannte. But that what perceives is the unknown. Und das, was wahrnimmt, kann sich selbst nur als existent erkennen, wenn es etwas Wahrgenommenes gibt. That what perceives can only see itself as existent during it is perceiving something. Ein Beispiel, der Ozean braucht seine Wellen, um zu wissen, dass der Ozean existiert. For example, the ocean needs its waves to see that the ocean exists. Aber der Ozean kann nicht wissen, dass er ein Ozean ist. But the ocean itself cannot know that it's the ocean. Das Auge Gottes kann sich selbst nicht sehen. The eye of God cannot observe itself. Er hat stumm geschaltet. We can't hear you. Oh, sorry, I was on mute there for a moment. This is a big question. What is God? Does God exist? Where is God? Was ist Gott? Existiert Gott? Wo ist Gott? So wie ich es wahrnehme, ist unsere wahre Natur Gott. Und as I perceive, our true nature is God. Und ich sehe überall Gott. Everywhere I see God. Ich höre überall Gott. I can hear God everywhere. Ich fühle überall Gott. Feel God everywhere. Ich schmecke überall Gott. I taste him. Und ich rieche überall Gott. And I smell. Alles ist Gott. Everything is God. Thank you so much. Is there such a thing as enlightenment? Gibt es so etwas wie Erleuchtung? Es gibt niemanden, der Erleuchtung erlangen könnte. There is nobody that can who can reach enlightenment. Es ist wieder nur ein Wort für etwas, das in Wirklichkeit nicht zu beschreiben ist. Again, it's just another word for something that is indescribable. Wir glauben, eine getrennte Person zu sein. We believe to be a separate person. Wir glauben, jemand zu sein. We believe to be somebody. Und die höchste Erkenntnis ist, dass wir sehen, dass wir niemand sind. And the highest realization is that we are nobody. So there's nobody. It's an detectable. And everything is God. That sounds like a crazy idea. You know, some people might say. Yeah, das. Die Leute könnten jetzt sagen, das ist eine ziemlich verrückte Idee. Ja, das habe ich nicht zum ersten Mal gehört. Das hat er nicht. He didn't hear it for the first time. Deswegen spreche ich nur darüber, wenn Resonanz da ist und wenn Interesse da ist. And that's the reason why I only speak about this when I feel real interest. Sonst? Otherwise, I shut my mouth. Okay. Do you have any books that you've written, Andreas? Hast du irgendwelche Bücher, die du gelesen hast? I Am Dead. Ich bin von Nisargadatta. I'm dead by Nisargadatta. Krishnamurti. Oh no, something that you have written. Do you have a book out that you wrote? Hast du schon ein Buch heraus? Noch nicht. Not yet. Im Moment fehlt mir die nötige Zeit dafür. At the moment there's no
resources for that, time-wise. Aber ich hoffe eines Tages, dass die Zeit dafür gefunden wird. I hope one day I will have time for a book. Oh, that would be awesome. That would be awesome to hear. You know, a lot of people read, you know, like reading. Like what I did before was I read a lot, you know, and it would be really great. Es wäre schön, wenn es von dir auch dann mal was zum Lesen gäbe. Ja, yeah. Thank you. So, is this indetectable normal? Is this what normal is? Würdest du sagen, dass dieses nicht zu verstehende normal ist, das Normale ist? Ja, es ist unsere wahre natürliche Seinsebene, unser natürliches Sein. Das ist das Natürliche und das Ego ist das Künstliche. I would say that this is our true state of being and the ego is the artificial. Beautifully said. So, Andreas, can you take me to that the no time that the apparent shift happened? What was the experience like? I know a lot of people want to hear that. Yeah. Kannst du noch ein bisschen genauer beschreiben, wie das passiert ist, dieser Shift von Zeit zu Nichtzeit? Ja, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Es war, als ich mit meinen Nichten die Kinder meiner Schwester gespielt habe. I remember exactly. I was playing with my nieces, my little nieces. Und ich war nur im Spielen, einfach nur im Spielen und nicht mehr in meinem Verstand zu Hause. And I was simply just in the midst of the game. There was just game. Und dann hat sich alles aufgelöst. And then everything dissolved. Ich war eins mit dem Raum. Ich war eins mit meinen Nichten. I was in unity with my nieces and the space. Ich war eins mit der Welt. I was in unity with the world. Weil der Verstand runtergefahren ist automatisch die wahre Natur ans Tageslicht gekommen. Thoughts were calming down and as a result of this, my true nature automatically arised. Beautiful. Prior to that shift, did you have any glimpses in the past? Vor diesem Shift hast du irgendwelche das Aufblitzen schon gesehen. Yes, ja. Ja, es war ein langes Spiel, dieses Rein-Raus-Spiel. Rein-Raus. Ja, yeah. There was that long game of getting inside and outside the state. Ja. Und ab diesem Zeitpunkt, den ich vor benannt habe, ist es beständig. And since this moment with the nieces, this is a frequent state. Thank you. Yeah, I went through that. I got it. Oh, I don't have it. I got it. I don't have it. Das ist anscheinend ein typischer Weg. Seems to be a typical process here. Ich begleite so viele Menschen, wo genau dieser Prozess anscheinend Standard ist. I work with many people and this inside-outside process seems to be the standard. Und irgendwann einmal It was so frustrating, right? Yes. Ja. Ja. Ich war zutiefst frustriert. Ich habe mir oft gewünscht mit dem Thema, dass ich mich diesem Thema niemals gewidmet hätte. I was insanely frustrated and I was wishing that I never started this. Aber mein Kopf war bereits im Rachen des Tigers. Ich konnte nicht mehr anders. But my head was already in the Rachen, wasn't it? Inside of the tiger's mouth. Yeah. I know I regretted this. I was regretting this. I was like, why did I get into this? Yeah. It destroyed the character. Like everything fell apart. Yeah. Es hat eben die Person zerstört und alles ist auseinandergefallen. Yes. Ja. Ja.
So did you go through the character, Andres? Did you go to suffering before this shift? I said you were going to therapy, but can you describe more? Was it depression, if you don't mind? Mm-hmm. Kannst du diese Phase des Leidens vorher ein bisschen genauer beschreiben? Ja, ich hatte viele Ängste, Depressionen, Sorgen. I had many fears, depression, worries. War sehr unglücklich. It's very unhappy. Ja, sehr, sehr unglücklich. Emotional sehr gelitten. There was very much emotional pain also. Ja. Und ja, es ein Satz meiner damaligen Therapeutin. At the time, my therapist said, Andreas, wir wollen ja ihr Ich stärken. Andreas, we want to strengthen your ego. Dann bin ich aufgestanden und habe mich umgedreht und bin rausgegangen und habe gewusst, kein Therapeut kann mir helfen. So when I heard this, I got up and left. And I realized that no therapist could ever help me. Ja, und dann bin ich zu Spiritualität gekommen. And that led me to spirituality. What advice would you give to someone that's going through depression right now, just listening to this right now? Welchen Rat würdest du jemandem geben, der das jetzt hört und durch eine Depression geht? Sei dir vollkommen bewusst, was in dir stattfindet. Be totally aware of what is happening within you. Sei dir deine Gedanken und deiner Gefühle vollkommen bewusst. Be totally aware of your thoughts and feelings. Nimm es vollkommen an und wehr dich nicht dagegen. Totally accept this and don't resist to it. Gib dich dem vollkommen hin. Totally surrender to that. Dann passiert etwas. Then something happens. Das, was du wirklich bist, löst sich von der Person. What you really are dissolves from the person. Hier passiert bereits eine friedliche Distanz zu dem, was in dir passiert. In this state, there is already a peaceful distance to the person. Der nächste Schritt ist der, dass sich das in dir beginnt aufzulösen. The next step is that this begins to dissolve within you. Und überbleibt das, was wir wirklich sind, friedliches Sein. And what stays is that what we really are, a peaceful being. Thank you so much. People are probably wondering, so what's a normal day look like to Andreas? What does Andreas do in a day? Are you floating right now in space, like I am? Schaut ein normaler Tag im Leben des Andreas aus? Fliegst du gerade in der Mitte vom Weltraum, so wie ich? Ja, im Moment sehr, sehr zentriert. Sehr zentriert. Very centered at the moment. Ein normaler Tag schaut so aus, dass ich in der Früh aufstehe, in meine Arbeit fahre, Bürojob. Normal day, I get up in the morning, I go to my job, normal office job. Ich habe bis vor kurzem Körpertherapie gegeben, massiert, kraniosakrale Therapie. Recently I gave massages and craniosacral therapy. Und seit 1,5 Jahren bin ich für Menschen da, die ja den wahren Frieden und die innere Freiheit suchen. And for 1.5 years, I'm there for people who look for the real inner peace, truth, freedom. That's beautiful. Thank you. We have about 15 minutes left. You do meditations as well, right? Can you lead us into a meditation so I can post something? And if you like, you don't have to. Wenn du willst, kannst du uns in eine Meditation jetzt führen für die Leute, die zuschauen. Ja, gerne. Gut. Wie lange? How long? It's up to you. We have about 15 minutes left. It's up to you.
Okay. Eine Viertelstunde ist über. Okay, paar Minuten. Okay, ja. Gut. A couple of minutes. Okay, lehne dich vollkommen zurück. Totally lean back. Nimm eine entspannte Haltung an. Take a relaxed position. Nimm 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Take 2 or 3. Breathe deeply 2 or 3 times. Und nimm alles wahr, was jetzt in dir geschieht. Try to perceive anything that happens within you now. Beobachte deine Gedanken. Observe your thoughts. Fühle deine Gefühle. Feel your feelings. Und fühle deine Körperempfindungen. And feel your body sensations. Nimm alles wahr, ohne zu benennen, ohne zu beurteilen und ohne zu analysieren. Perceive everything without judging it, categorizing it. Nimm nur wahr. Just perceive. Just observe. Alles, was jetzt erscheint, ist vollkommen perfekt. Everything that arises now is in total perfection. Lass es einfach da sein. Just let it be here. Schau es dir nur an. Just watch. Mehr musst du nicht tun. It's all you have to do. Heiße alles willkommen, was jetzt in dir erscheint. Welcome anything that arises within you now. Jedes Gefühl ist willkommen. Every feeling is welcome. Jeder Gedanke. Every thought. Und jede Körperempfindung. Every bodily sensation. Alles möchte von dir nur wahrgenommen werden. Everything just wants to be noticed and observed by you. Dann löst sich alles auf. And then everything dissolves. Absichtsloses Wahrnehmen. Inintentional perception. Sei einfach. Just be. Du bist dieser unendliche Raum, worin alles erscheint. You are that infinite space within everything appears. All das erkennst du, wenn du den Moment gedanklich in Ruhe lässt. You realize all that when you leave the now moment in silence. Thank you. Thank you so much, Andreas. That was beautiful. I really, really liked that. I haven't meditated in German before. Yeah. In neue Erfahrung. New experience. Yeah, yeah. And I haven't really meditated, a guided meditation
a non-dual guided meditation at all, you know, for a long, long time. So thank you for that. Er hat schon lange nicht meine geführte non-duale Meditation gemacht. Oh, okay. I used to be a meditation teacher a long time ago. And then I stepped down as a meditation teacher. Yeah. So I haven't done it. Right now, everything seems to be like just a meditation, you know, and there's, it's beautiful though. I really like that. That was nice. We have about a couple more. So Andreas, what are you offering right now? You said you have satsangs, you have one-on-ones. If you can just talk about that. Ja, kannst du noch ein bisschen darüber erzählen, was du noch so anbietest im Moment? Einzelsitzungen, aber von Einzelsitzungen gehe ich eher weg, sondern versuche, so viel Menschen wie möglich zu erreichen. Basically single sessions, but I move away a bit from the single sessions and try to reach a bit more people, like groups. Mit online retreats. And online, and within online retreats. Some people that are watching this are English speaking, are probably wondering if you're going to have any English speaking retreats or any satsang. Es gibt viele Leute, die zuschauen, die würden gern wissen, ob es einmal auch englischsprachige Satsangs geben wird. Das ist geplant mit Thomas. That's planned with Thomas, the translation machine. Genau auf diese Art und Weise wie jetzt. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch in Zukunft Satsangs oder Retreats in Deutsch-Englisch abhalten werde. Yeah, it's really possible that in with this setting with Thomas we can try to have retreats in English also. Thomas, you're epic. Oh, thanks so much. First time. Yeah, he's great. He's my great. First time. I have to practice that. Yeah. I love it. I love the language. I love the possibility that this language is offering. I love this translation. It's beautiful. It's going back and forth. And it just also tells that language is just a concept. Words are just a concept. Because what I could be saying, no one understands. And what you're saying, no one understands. Yeah. Also der was sagt und der versteht, ist ein und dasselbe. Yes. Ja. Genau. Yes. Genau. Es gibt keine Trennung zwischen Emerson, Thomas und Andreas. Of course, there's no separation between Emerson, Thomas and Andreas. That's right. Thank you. Thank you so much, Andreas. What's your website again? It's andreasnothing.com, right? Yes. Right? Yes. Correct. Okay. I appreciate this. I'm going to pause the interview now.